Bichler-Christine, Präsidentin des Arbeitsförderungsinstitutes. Die Zusammenarbeit der Sozialpartner in Südtirol ist ein Thema, das ganz sicher mehr Aufmerksamkeit benötigt, auf dem eine Sache, auf die man noch viel tun muss. Die Erhebungen des Institutes zeigen, dass circa in der Hälfte der Betriebe mit mehr als 100 Angestellten Betriebsabkommen vorhanden sind. Und deshalb sagen wir, hier ist noch viel Bedarf an Arbeit und Auseinandersetzung zwischen den Sozialpartnern. Die Arbeit in der Zukunft erfordert sicher eine neue Art und Weise der Gewerkschaftsarbeit, der Vertretungsarbeit, denn man muss die Probleme oder die Probleme im Voraus erkennen und man muss Kenntnisse haben in der Arbeitswelt auf 360 Grad, denn es genügt nicht nur die Gesetze zu kennen und die Verträge, sondern man muss eben die Probleme im Voraus erkennen und möglicherweise auch schon Vorschläge erarbeiten. Ja, wenn wir Bezug nehmen auf das Abkommen mit unterzeichnet 2018 mit dem Industriellen Verband, Unternehmerverband, werden wir sicher müssen ein solches Abkommen auch mit den anderen Verbänden abschließen, denn dieses ist wirklich zukunftsweisend. Es regelt die sozialen Beziehungen, also die industriellen Beziehungen neu und auch regelt den Vertretungsanspruch nicht nur der Gewerkschaften, sondern auch der Unternehmer.